Sego, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren coolen Folge von Survival Games. Ich bin auf der Map Odysseus. Letztes Mal hatte ich hier ja nicht so krass viel Glück, aber ich hoffe, diesmal sagt es ein bisschen mehr. Kann ich jetzt echt nur hoffen. Wir haben jetzt früher Morgen gerade, also früher Morgen, das heißt, es ist 11.06 Uhr. Bin jetzt seit 2 Stunden knapp wach. Habe allerdings noch nichts Produktives heute geleistet. So. Schade, ich habe nur die Eisenbrust gekriegt. Die Hose wäre natürlich auch cool gewesen. Habe ich jetzt allerdings gerade nicht. Was schon irgendwie schade ist. Wenn ich eine Waffe finde, dann geht es dann aber echt. Dann geht es dann ab. Da sind überall Leute, Mann. Und ich gehe hier schon wieder die Scheißroute, die ich sonst immer gehe. Warum? Hier ist gar nichts auf dieser Route. Ich versuche immer verzweifelt eine Waffe zu kriegen, dann alle zu nutzen, aber das funktioniert nicht so gut auf dieser Route. Warum mache ich das? Das ist die behindertste Route überhaupt. Diesmal war gar keine Kiste da. Okay. Aber halb so wild. Hinter mir ist aber gerade echt niemand her. Das ist gut. Da ist definitiv eine Chest. Oh, shit. Hätte jetzt gehofft, dass hier irgendwo noch Schwert drin ist. Oh, Mann. Das kriege ich wahrscheinlich eh wieder die ganze Zeit durch kein Schwert. Oh, kurzer Leck. Hey, ernsthaft? Boah, wie kann man nur so guten Loot kriegen, wie ich gerade... Ja, toll. Oh, Mann. Eine Hose, okay. Schon ganz gut, aber ich habe immer noch keine fucking Waffe. Hey, was ist das? Wie viel Truhen muss ich öffnen, bis ich eine Waffe kriege? Man muss ja nicht direkt ein Steinschwert sein. Ja, das gibt's jetzt echt nicht mehr. Das ist... Boah, yo. Jetzt, Alter. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Und, so. Ja, dann passt das. Okay, wo sind jetzt die ganzen Leute? Das ist jetzt die Frage, weil jetzt bin ich echt... Jetzt bin ich ready to slurp. Ready to nuts, damn. Keine Ahnung, whatever. Wäre cool, aber wenn ich jemanden finden würde und den schön abschlachten kann, der gutes Equip oder sowas hat. Okay. Manchmal ist auch da oben eine Chest, muss ich dazu sagen. Und ich bin gerade echt nicht so in Kommentierlaune. Einfach, wie gesagt, ich bin noch nicht so krass lange wach, beziehungsweise das ist gerade das erste Mal, dass ich versuche aufzunehmen heute. Hey, warum? Ah, die habe ich ja von unten schon. Ich dachte schon, hey, wieso ist die leer? Ob die leer gespawnt ist oder so. Lel. Bin ich dumm. Ah, hier geht's hoch, ne? Und dann ist hier der Durchgang zur Tier 2. Mann, ich krieg den scheiß Sprung nicht hin. Wie geht der? Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie man diesen Sprung hinkriegt. Aber wenn man bedenkt, wie viele Chests ich geöffnet habe, ist mein Loot schon ziemlich kacke eigentlich. Gut, ja, geht eigentlich. Die habe ich schon. Da oben war auch schon jemand. Okay. Das geht eigentlich noch. Ich versuche jetzt noch eine weitere Tier 2 zu holen, die eventuell auch noch unter Umständen niemand hat. Die wäre nämlich hier auf dem Hügel oben. Ein bisschen. Mal kurz. Ah, nee, ich dachte, das ist ein Stick. Stick hätte ich immer mitgenommen. Das kann man nämlich immer brauchen, weil, wenn ich dann plötzlich 2 Eisen habe oder so, dann habe ich keinen Stick und nerv ich mich dann nämlich wieder. Ah, nee, hier war schon jemand. Da war jemand an der Tier 2 wahrscheinlich auch schon. Also klar. Aber langsam brauche ich Essen. Ich kann nicht mehr raggen. Von daher, wir essen jetzt ganz gut. Aber ich kriege einfach gar kein Essen. Das ist. Boah, Leute. Gut, auf dieser Map ist es noch einfach, an Essen zu gelangen. Aber generell, Mann. So beschämend irgendwie. Was cool wäre auf. Es hat den Pfeil nicht abgeschossen. Oh. Alter, aber es hat den Pfeil nicht abgeschossen. Richtig strip. Doch. Hä? Es hat mir den Pfeil weggenommen, aber. Lol. Es hat ihn auch nicht getroffen oder so. Von daher. Lol. Das war gerade ein bisschen komisch. Das war gerade echt komisch, aber ich habe ihn ja gekriegt, von daher. Ich hätte jetzt einfach ganz gerne meinen Pfeil wieder, ganz ehrlich. Also, da lasse ich mich nicht lunzen von euch, Half. Ah, das ist mein schöner Pfeil weg, Mann. Das ist überhaupt nicht so cool. Da unten sehe ich auch noch ein Name. Das Ding ist, ich würde ganz ungern gegen den Typ da hinten kämpfen, weil irgendwo ist noch ein Team. Irgendwo ist noch ein Team. Das habe ich doch vorhin da unten gesehen. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass jemand vom Team tot ist. Aber ich bezweifle es irgendwie. Ey, guck mal. Das kann durchaus sein, dass jemand vom Team down ist. Ich hätte immerhin gucken sollen, wie gut die equipped sind. Dann hätte ich schon mal einen Vorteil in diese Richtung gehabt. Gut, das Ding ist halt eben, gegen so ein Team zu fighten, das ist generell nie einfach. Ich habe auch keine Rot oder sowas. Und da hinten lag halt auch kein Loothaufen. Gut, ich habe 2 TNT. 3 TNT jetzt sogar. Damit kann man einiges anfangen. Ah, es leben noch 3 Leute. Das heißt, wenn das jetzt ein Team ist, dann habe ich geschissen. Einer davon ist Full Iron und hat ein Eisenschwert. Und der kommt natürlich auf mich. Ja, es scheint ein Team zu sein. Ja, fuck you. Die sind beide Full Iron, machen jetzt 2-0-1.
Das ist echt traurig. Das ist richtig lächerlich. Ganz ehrlich, das ist so richtig, richtig lächerlich von beiden. Den einen hätte ich sogar locker gekriegt. Der hat mich kein einziges Mal getroffen. Aber das war richtig low von den beiden, ganz ehrlich. Ich hasse das echt. Also wenn man besser equipped ist, dann soll man nicht als Team auf einen gehen. Das ist so lächerlich. Ganz ehrlich, ja, was will man da machen? For real, sie. Vor allem, das Ding ist, ich war halt in diesem Raum drin. Das heißt, ich hätte auch kein TNT oder so planten können. Dann hätte ich mich nur selber gekillt. Boah, das war so lächerlich von den beiden, ganz ehrlich. Boah, nee. Ganz ehrlich, da finde ich einfach gar keine Worte dafür. Aber das ist so unmaßen viel in letzter Zeit. So viele Leute machen das in letzter Zeit. Aber tut mir leid, das ist einfach richtig noobig, wenn man besser equipped ist und dann als Team auf einen geht. Weil ganz ehrlich, der eine hatte einfach nichts drauf und der andere wahrscheinlich auch nicht. Einfach weil der andere ziemlich low war. Ja, egal. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Mal wieder bei einer Runde Survival Games. Ganz ehrlich, die Teams da, das ist halt einfach so eine Sache auf HiFi. Du kommst denn nicht weit, weil einfach alles voller Teams ist. Boah, das ist so nervig. Ohne Teammate bist du hier verloren. Und das ist irgendwie kacke, aber, ne. Ja, egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, bleibt sauber und ciao.